Hallo, liebe Freunde des gepflegten Tradings nach COD-Daten. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal codedaten.de. Mein Name ist Karl-Heinz und heute geht es um die Frage: Der Commercial Index. Was ist Commercial Index? Im Einzelnen möchte ich dabei besprechen, was verbirgt sich in dem Commercial Index? Wie wird dieser Commercial Index ermittelt? Wie kannst du ihn in der Planung deiner Trades einsetzen? Und zum Schluss möchte ich noch eine Kritik oder besser gesagt eine Bemerkung anbringen, weil dieser Commercial Index, wie die COT-Daten allgemein, manchmal missverstanden wird. Fangen wir an. Die Grundlage unseres Tradings ist der COT-Report. Die Daten des COT-Reports zeigen die Positionen der wichtigsten Marktteilnehmer an den Futures-Märkten, und das sind die Commercials, also die Erzeuger oder die unmittelbaren Weiterverarbeiter eines Rohstoffs, und das sind die Non-Commercials, also die großen Spekulanten, die Hedgefonds und so weiter. Diese Non-Commercials interessieren uns heute überhaupt nicht. Es geht jetzt nur um die Commercials, also um die Personen, um die Gruppen, die unmittelbar mit den Rohstoffen zu tun haben, die diese Rohstoffe produzieren, fördern oder die auf der anderen Seite diese Rohstoffe weiterverarbeiten. Der COT-Report zeigt jetzt zunächst mal die Nettopositionen dieser Marktteilnehmer. Also, wie viele Kontrakte sind diese Marktteilnehmer long? Wie viele Kontrakte sind diese Marktteilnehmer short? Diese Nettopositionen selbst sind allerdings wenig aussagekräftig. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Ich habe hier einen Ausriss aus dem aktuellen COT-Report vom 28.04.2020. So schaut das Teil aus. Wir sehen hier, die Commercials sind in diesem Report 779.500 und paar zerquetschte Kontrakte long, 1.369.800 Kontrakte short. Die Nettoposition aus long minus short ergibt sich jetzt zu 590.285 Kontrakten netto short. Was sagt uns das aus? Was nutzt uns das? Eigentlich relativ wenig, ne? Schauen wir uns das im Crude Oil an. Wenn ich jetzt die aktuellen Daten vom Crude Oil nehme und ich sehe hier Commercials sind jetzt minus 590.285, also 590.000 Kontrakte short im Crude Oil, dann nutzt mir diese Aussage relativ wenig. Wenn ich jetzt nämlich die Nettopositionen über die letzten 3 Jahre, also seit jetzt Juni 2017, Mitte Mai 2017 betrachte, dann sehe ich, dass die Commercials eigentlich immer short waren. Die grüne Linie, das sind die Non-Commercials, die großen Spekulanten, und dieses blaue, bisschen verzackte Nulllinie, das sind die Non-Reportables, also die kleinen Trader oder eben auch Commercials, Non-Commercials, die in manchen Märkten so wenig Positionen handeln, dass sie nicht in diese Reportables reinfallen. Wenn ich jetzt also sehe, okay, aktuelle Position 590.000 Short, sagt mir wenig. Wenn ich mir jetzt die ganze Linie hier anschaue, diesen ganzen Verlauf, Commercials seit 2017, seit Mitte 2017, immer short. Manchmal waren sie shorter als jetzt, manchmal waren sie weniger short als jetzt. Das hilft mir dann weiter, wenn ich weiß, wie short sind die Commercials jetzt eigentlich. Und das bietet mir der COT, der Commercial Index. Um es zusammenzufassen, wenn ich weiß, die Commercials sind 590.000 Kontrakte short,
Was nützt mir dieses Wissen? Ich muss wissen, wie muss ich diesen Wert einordnen? Ich brauche also einen Maßstab dafür. Und dieser Maßstab sind die extremen Positionen innerhalb eines festgelegten Zeitraums. Diesen Zeitraum kann ich frei wählen. Die ursprüngliche Zeitdauer, über die dieser Commercial Index ermittelt wurde, waren 3 Jahre. Ich rechne den Commercial Index über einen Zeitraum von 26 Wochen, also von einem halben Jahr. Ich komme gleich später darauf zurück, wo der Unterschied ist zwischen dem Zeitraum 3 Jahre und dem Zeitraum halbes Jahr. Wie wird jetzt dieser COT-Index ermittelt? Wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, ich brauche den aktuellen Wert und setze den in Bezug zu den Extremwerten eines längeren Zeitraums. Genau das macht diese Formel, nach der der Commercial Index, der COT-Index, ermittelt wird. Ich nehme den Wert der aktuellen Woche und ziehe davon den tiefsten Wert der letzten 3 Jahre. Ich gehe jetzt also erstmal davon aus, von diesen 3 Jahren, den tiefsten Wert der letzten 3 Jahre ab. Das Ganze teile ich durch die Differenz aus höchstem Hoch, höchstem Wert der letzten 3 Jahre, minus tiefsten Wert der letzten 3 Jahre. Das Ganze mal 100 mit einem Prozenterzeichen dahinter ist mein Commercial Index. Wenn ich das Ganze jetzt mal wieder auf die Nettoposition der Commercials, die ich jetzt gerade angezeigt hatte, innerhalb der letzten 3 Jahre anschaue. Ich habe jetzt im Augenblick die Commercials bei 590.000 Short. Wenn ich jetzt über diese 3 Jahre mir anschaue, das tiefste Tief der letzten 3 Jahre war irgendwann hier im Februar 2018 bei ungefähr 765.000 Short. Das höchste Hoch dieser Kurve war irgendwann hier im Januar 2019 bei 275.000 Short. Jetzt setze ich diese Werte in diese Formel ein, in diese Gleichung ein. Ich habe es hier gemacht, ich habe ein bisschen hin und her geschoben oder hier einfach umgestellt, damit ich nicht mit Minus Minus rechnen muss. Ich habe den tiefsten Wert mit 765.000, davon ziehe ich den aktuellen Wert mit 590.000 ab. Unterm Bruchstrich habe ich den tiefsten Wert 765.000 minus den höchsten Wert 275.000. Das ergibt ausgerechnet 175.000 durch 490.000 und daraus ergibt sich der Wert 0,3571 mal 100 Prozentzeichen dahinter, heißt, der aktuelle Wert ist 35,71%. Was sagt mir diese Zahl denn aus? Ich ermittle also die grüne Strecke hier bei 1, das heißt die Strecke zwischen tiefstem Tief und aktuellem Wert und setze das in Beziehung zur gesamten Range tiefstes Tief, höchstes Hoch innerhalb der 3 Jahre. Und wenn ich jetzt diese gesamte Range über 3 Jahre betrachte, dann bin ich jetzt ungefähr bei 35%, also irgendwo im unteren Drittel oder am oberen Rand des unteren Drittels, was Short-Positionen angeht. Welche Bedeutung hat nun dieser Wert, den ich jetzt gerade ermittelt habe? Ich habe hier jetzt diesen COT-Index über diese 3 Jahre aufgetragen. Wir sehen aktueller Wert bei 35%. Der COT-Index ist also jetzt ein Wert, der zwischen 0 und 100% oszilliert. Und man geht jetzt davon aus, dass dieser COT-Index einen Hinweis gibt auf eine
überkaufte oder überverkaufte Marktsituation. Und es wird jetzt festgelegt, wenn dieser COT-Wert unter 20% sinkt, dann erfahre ich daraus gewissermaßen einen Hinweis auf ein Short-Signal. Wenn dieser COT-Wert über 80% steigt, habe ich ein Long-Signal. Diese Grenzen werden oft auch in anderer Literatur mit 25 und 75% angegeben. Man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt 25 und 75 nehme, habe ich das Signal früher. Ich kann aus diesem COT-Index also gewissermaßen Signale ermitteln, Signale herauslesen, die mein Handeln bestimmen. Jetzt zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe, mit diesen 3 Jahren Zeitraum. Ich habe gesagt, dieser Curtis Arnold hieß der Mann, der diesen COT-Index entwickelt hat, und Larry Williams war dann der erste professionelle Trader, der diesen COT-Index für sein Trading verwendet und eingesetzt hat. Curtis Arnold hat also damals gesagt, 3 Jahre, alles klar, 3 Jahre war alles, was ich an Daten zur Verfügung hatte. Wenn ich jetzt mit diesen 3 Jahren rechne, oder so wie ich es mache, mit einem halben Jahr, also 26 Wochen, dann ergibt sich folgender Unterschied. Wir sehen, das ist jetzt der COT-Index, der Verlauf des COT-Index mit einem Zeitraum von 3 Jahren. Dieser Verlauf ergibt sich, wenn ich 26 Wochen ansetze. Ich sehe also, bei dem Verlauf von 3 Jahren, im Zeitraum 3 Jahre, tritt der COT-Index so gut wie nie in den Long-Bereich, in den Kaufbereich ein. Hier geht er mal ganz knapp rüber, hier tippt er mal ran, testet jetzt an, hier geht er auch wieder rüber, hier bleibt er knapp drunter. Wenn ich jetzt 26 Wochen ansetze als Zeitrahmen, merke ich, dass ich viel mehr Signale erhalte. Ich habe also hier zum Beispiel ein Long-Signal, das ich hier nicht habe. Hier die Short-Signale ähneln sich, aber hier kriege ich ein Long-Signal, obwohl ich hier bei einem Zeitraum von 3 Jahren, geht er mal aus dem Short-Bereich raus. Man sieht also, mit einem kürzeren Zeitrahmen kriege ich wesentlich mehr Signale. Die Kunst dabei ist jetzt, den Zeitrahmen so zu wählen, dass ich halt optimale Signale kriege. Wenn ich zu viele Signale habe, habe ich viele Falschsignale dabei. Wenn ich zu wenig Signale habe, verpasse ich manche Chancen. Ich habe mich auf diese 26 Wochen festgelegt. Man muss es testen. Es ist in manchen Märkten unterschiedlich. Es ist in manchen Märkten kann man 26 Wochen Standard ansetzen. Backtests machen, historische Tests machen, mit unterschiedlichen Zeitrahmen durchchecken, wo passt es am besten. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ich habe jetzt hier den S&P 500 E-Mini. Wir sehen hier jetzt den COT-Index, 26-Wochen-Index. Ich sehe, der Index ist hier im Kaufbereich. Hier macht er einen Sprung nach unten oder einen Sturz nach unten, tritt in den Verkaufsbereich ein. Wenn ich mir jetzt hier den Kursverlauf anschaue, sehe ich, dass ich hier durchaus eine Short-Situation habe. Hier tritt der Index aus dem Verkaufsbereich wieder aus. Das heißt, ich habe kurze Zeit später hier den Boden. Hier tritt er in den Kaufbereich ein und wir sehen, hier haben wir eine lange Periode, Trend nach oben, COT-Index im Kaufbereich. Hier verlässt er den Kaufbereich wieder und die Periode mit dem Aufwärtstrend ist beendet.
Ich sehe hier vorne, tritt er wieder in den Verkaufsbereich ein. Und da sehen wir schon ein Problem, das ich mit diesem COT-Index habe, was ich gleich ansprechen werde. Wenn ich jetzt Short gehe, bin ich ja eigentlich zu spät schon dran. Das ist jetzt eine Sache, die man bei dem COT-Index berücksichtigen muss. Daher abschließend meine Kritik oder meine Bemerkung zum COT-Index. Das ist das Problem, das die COT-Signale, die COT-Daten allgemein haben. Dieser Index ist kein Timing-Tool. Er stellt die aktuelle Marktsituation dar, er gibt Hinweise auf mögliche Entwicklungen. Mögliche Entwicklungen heißt, er gibt mir Hinweise, wie kann sich der Trend entwickeln. Interessant am COT-Index sind Extremsituationen oder auffällige Änderungen der Positionierung. So wie ich gerade aufgezeigt habe, anhand des COT-Index Anfang des Jahres 2019, wenn der plötzlich aus dem Kaufbereich stürzt in den Verkaufsbereich und das innerhalb einer Woche. Also hier diese extremen, diese auffallenden Änderungen deuten auf irgendwelche Trendänderungen hin. Wichtig ist, dass der COT-Index niemals isoliert betrachtet werden darf, sondern eben nur mir Hinweise gibt, nur mir Tipps gibt. Und diese Hinweise, diese Signale muss ich dann anhand anderer technischer Indikatoren, Trendindikatoren überprüfen auf ihre Relevanz, auf ihre Gültigkeit. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, würde ich mich einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche dir alles Gute, pass auf dich auf, bleib zu Hause. Im Moment, Corona hat den Planeten im Griff. Bis zum nächsten Video wünsche ich dir alles Gute, eine erfolgreiche Handelswoche, und wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, klick da unten auf Abonnieren und abonniere meinen Kanal. Schöne Woche. Tschüss, Karl-Heinz.